Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 4 gegen 4. Heute ist mal wieder der Tower Defense Modus dabei. Ja, die Leute haben dafür gestimmt. Deswegen nehmen wir das gerne mit. Ich bleibe am Champion. Das ist sehr gut. Ja. Mana-Rösser und Schleime. Super. Ich weiß gar nicht, wie die Blume sich da schlägt. Die Seeschlangen könnten interessant werden. Wir nehmen das mal so, wie es ist. Könnte hier schon anfangen mit dem. Mit den Schleim. Die haben auf jeden Fall eine gute Reichweite jetzt. Dass die Teile auch immer nur einen angreifen können, ist wirklich sehr nice. Und die Schleime teilen sich auch noch auf. Ich probiere die Taktik mal aus. Alles so auf eine Seite, so einzelne Schleime immer hinpacken. Mana-Rösser dann noch dazu. Klingt auf jeden Fall erstmal nicht verkehrt. Die Reichweite ist ja übelst stark. Man muss halt gucken, dass das so ein bisschen passt, na? Okay, es geht einer rüber. Ich wollte nicht, dass einer rübergeht, aber jetzt ist es halt so. Drüben ist ein Pyro, okay. Der hat natürlich noch mehr Reichweite als alles andere. Was ist hier los, du Lane? Wir könnten uns weiter an die Schleime halten. Ich muss wahrscheinlich ganz vorne noch einen hinstellen, damit die auch garantiert nach links gehen. Ja, so 1, 2, 3 kommen wir mal rüber. Was jetzt nicht so schlecht ist. So, ich habe auf jeden Fall abgewehrt, das ist sehr gut. Ich brauche noch einen Worker dazu. Werde ich mal einen Atom auf. Oder? Können auch einen Mana-Rost draus machen. Es hat nicht so viel Reichweite. Stell das mal da hinten hin. Ja, also so richtig traue ich dem Ganzen noch nicht. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so genau. Ich muss wahrscheinlich dann hier so die Range Units hin tun, damit die mehr Reichweite haben.
damit das besser funktioniert. Aber man muss es ja erstmal irgendwie ausprobieren. Hier sind die Nahkämpfer hin. Alles so in eine Reihe. Das gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz. Und jetzt kommen alle rüber, das ist gar nicht schlecht. Unten schießt auch noch ein Mana raus mit. Aber man hat halt so wenig DPS, ne? Weil die so gar nicht so in der Reichweite sind da hinten. Schwierig. Ich werde mal den hinteren aufwerten. Dann profitiert er mehr davon. Also der könnte vielleicht hier noch angreifen, so, aber das ist wirklich zu weit weg. Die kommen auch nicht so ganz rüber, die rechten. Das ist wirklich kacke, dass da drüben jetzt einer ist. Ich muss wirklich vorne noch was hinstellen. Okay, hier wird das Mana auch erst verteilt, wenn es angreift. Schwierig. Schwierig. Also ich muss auf jeden Fall noch was hinstellen vorne, das ist klar. Aber hier so die Tanks. Ich glaube, man muss einfach gucken, dass die so nah wie möglich aneinander stehen. Das funktioniert halt hier nicht, ne? Dass sie so nah wie möglich aneinander stehen. Damit die dann von oben nach unten durchgerannt werden. Das Mana aus da unten ist einfach nur. Hier ist so eine Rückversicherung aktuell. So wirklich angreifen ist da gar nicht. Auf jeden Fall mehr Reichweite. Vielleicht sind Zweier rein. Oder so abwechselnd. Man muss halt viel ausprobieren, ne? Dass hier rechts durchkommen, ist halt wirklich kacke.
Das halte ich auf jeden Fall, aber es ist halt ganz schön komisch. Es ist halt ganz schön komisch. Also ich will auch keine Kanonenschützen oder sowas schicken, das macht gar keinen Sinn. Ich mache das einfach so, dann müssten die alle nach links gehen. Das sollte gar kein Problem sein. Wir sollten alle nach links gehen und dann auch links bleiben. Rein theoretisch. Weil die sind zu weit weg, ich glaube, die gehen immer auf das nächste Ziel. Ja, jetzt sind alle auf der linken Seite. So wollte ich das sehen. Jetzt brauche ich nur noch DPS, weil diese kleinen Atome, die bringen halt wirklich nicht so viel. Irgendwo vielleicht noch eine Kanone hinstellen in die Mitte oder so. Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? So, die Seeschlangen. Alter, den Reichweite bis sonst wohin. Den kann ich ruhig hier hinten lassen. Schauen wir mal, wie das mit der Schlange so funktioniert. Die kommt ja erst später raus. Ja, die ist dann halt wie die, ne? Die Atome greift dann von hinten sozusagen an, von der Seite. Ja, finde ich jetzt nicht so interessant. Ich glaube, beim nächsten Tower Defense würde ich jetzt auch nicht nochmal mitnehmen. Darauf kann ich verzichten. Hexenarmee ist halt übel kacke, ne? Er muss halt schon gut überall rankommen. Ich stell ihn mal hier hin. Damit muss man sich erstmal zurechtfinden mit dem neuen Spielmodus hier, Tower Defense. Da ist alles anders. Ja, da steht es schon ordentlich. Jetzt kommen die Klone schon raus. Ja, so gefällt mir das ganz gut. Der ist außerhalb von Gefahr und kann die ganze Zeit seine Klone spawnen. Das ist super. Das ist wirklich super. Wenn ich jetzt hier noch hinstelle, sollten die an sich auch nicht rankommen. Oh ja, der funktioniert wirklich gut. Gatling Gun geht über das ganze Feld. Ist auch ein bisschen weiter nach vorne schicken können, da hätten die vorne schon ballern können. Aber die spawnen sowieso dort. Jetzt geht's los.
Das sind schon die ersten Klone. Oh, jetzt kommen sie rüber. Aber haben trotzdem keine Chance gehabt. Also muss ich links noch ein bisschen in die Reihe was reinpacken, damit die da so lange wie möglich sich aufhalten müssen. Kann doch einfach den erstmal verbessern, ne? Wirklich nicht schlecht. Riesengroßer Typ, der alles wegschlitzt. Hier vielleicht noch einen hinsetzen und dann hier so nach hinten noch ein bisschen was bauen. Das klingt gut. Da auch mal so ein bisschen die Atome aufwerten. Mache aktuell nicht viel. Was ist denn das für ein Feuerschuss? Jetzt kommen sie rüber. Okay. Ja, weiß ich nicht. Die Seeschlangen sind irgendwie nicht so das Wahre. Also hier mal so ein bisschen auf. So, 4 werde ich auf jeden Fall rauskriegen an Workern. Also ich achte jetzt gerade gar nicht drauf, so was ich schicken kann. Ich gucke eher so, was ich hinstellen kann und wie. Mana schon gut aufgeladen. Oh, da ist leider nicht gereicht. Okay, da sind die Klone. Also die sind schon richtig stark. Holy shit, das funktioniert richtig gut. Mit den ganzen Klonen. Wenn ich die links noch ein bisschen länger halten kann, umso besser. So, genau, dann werte ich die auf. Mach hier noch ein Manaros rein. So. Das sollte an sich gut funktionieren. Reichweite ist gut da, zumindest von dem vorderen. Der hintere ist nicht ganz so. Nicht ganz so top. Oh, die haben es aber jetzt ordentlich mitgeschickt. Hier die Seeschlange nochmal abgewehrt, weil die vorne lang genug gehalten haben. Thaddeus ist schon mal tot. Ja, das sieht richtig gut aus. So gefällt mir das. Ich werde hier mal ein bisschen aufrüsten. Das sollte reichen. Ich kann auf jeden Fall ordentlich Schaden noch dazu bekommen.
Ich habe hier aber nur Arkane Verteidigung. Also bei anderen Wellen sieht es dann schon schlecht aus, was das, was jetzt hier gerade kommt. Da ist ja die Verteidigung nicht so top. Aber ich hole die ganze Zeit Worker von allen. Wie kann es denn sein, dass ich immer noch ganz hinten bin? Das ist doch verrückt. Alles abgewehrt. Okay, keine Ahnung, was ich schicken kann. Ich habe jetzt da nicht drauf geachtet. Viele Jünger und sowas, na. Pyros, aber leider nur zwei. Pack ich doch mal ein paar Seeschlangen hin. Wenn die lang genug links halten, kann sein, dass die nochmal zurückkommen. Aber die macht schon fett Schaden aufgewertet, na? Na, mal sehen. Okay, dass hier natürlich automatisch Drachen geschickt werden, ist Blödsinn. Weil die ja dann Nahkämpfer sind, aber was soll's. Damit will ich mich auch nicht unbedingt beschäftigen aktuell. Und eher mit den Sachen, die hier gehen. Oh, der kommt doch schon ein bisschen näher ran. Aber immer noch alles im grünen Bereich. Muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Ist wieder durch. Ein Ogre mit reinhauen. Warum nicht? Hinten kann ich schön noch ein bisschen Verteidigung aufbauen, dann bleiben die länger da. Das ist gar nicht verkehrt. Ich habe nicht mal 100 Worker, ich muss da ein bisschen aufbauen. Und 940. Genau, auf den Drachen. Also die Menge an Pyros hier, die ist ja abnormal. Was der in der letzten Runde gebaut hat, das ist ja nicht mal normal. Ja, wir haben auch gut gehalten. Sehr schön. Er hat 176 Worker. Verrückt. Aber es ist wirklich einfach interessant. Okay. Ich wollte sagen, es ist für die Hydra ist jetzt schon.
sagen, es ist interessant, dass man einfach mal ein bisschen umdenken muss. Das ist eine gute Taktik hier. So ganz kleine Teile, wir müssen rechts runter rennen, werden währenddessen beschossen. Das ist gut. Ach so, nein, wir holen keine Worker mehr. Wir safe jetzt. Oh, die sind aber relativ früh schon hier rüber gekommen. Ist ja abartig, weil dann werden auch so viele von den Hunden gespawnt. So, wir werden auf jeden Fall. Weil das, was ich noch habe, so aufwerten. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich habe immer sehr gut verteidigt. Ah, der holt immer noch Worker. Aber ist auch sehr gut dabei trotzdem. Hat übrigens viel extra Kohle. Das ist wirklich krass. Jetzt haben die alle die Hunde gespawnt und. Ach du Scheiße. Die ganzen Eiersäcke gehen kaputt. Ah, der hat noch zu tun. Warum steht bei mir hier noch Schleim rum? Die wurden nicht weggebeamt. Wahrscheinlich, weil es voll ist. Ich vermute mal, unten ist voll. Ach, gucke, die kann ich noch aufwerten, aber. Mache ich jetzt nicht. Mache ich jetzt nicht. Die sind schon mega stark, genau wie die Gatlings. Einfach verrückt, wie viel das ist. Und einfach richtig fett geballert die ganze Zeit über. Die ganzen Klone, die kacken halt auch nicht ab, ne? Weil die so weit auseinander liegen und nicht in die Schussbahn kommen. Beziehungsweise überhaupt in den Kampf. Was soll das? Vor allem, das war diesmal seine. Ah, 15 Piepen. Ich werte den lieber auf. Bin ich ehrlich, ich werte lieber den auf. Holy shit, wir schicken. Wir schicken ja schon. Auf jeden Fall Kraken waren wichtig für die ganzen Pyros. Um
gibt's viel Laser und Goldwerfer noch. Oh, Kacke, die kommen hier oben rüber, weil es zu viele sind. Es sind zu viele. Hä? Da wurden welche weggebeamt und die kamen nochmal. Also hier laufen ganz komische Dinge ab, sage ich euch. Jawohl! Es war aber knapp. Victory. Verrückt, dieser Tower Defense Modus. Kann man sich aber auf jeden Fall öfters mal antun. Spaß macht es auf jeden Fall trotzdem. Man muss nur rausfinden, was man bauen möchte. Ja, es war eine weitere Runde Legion. Schaut gerne die anderen Videos auch an, ja, die hier verlinkt sind. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr Bock habt auf mehr. Und ansonsten wünsche ich euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.